herzlich willkommen zurück bei Let's Play XCOM Enemy Unknown und zu einer weiteren interaktiven Folge, wo ihr entscheiden könnt, welche wir spielen und wo wir dann anknüpfen. Also in der ersten interaktiven Folge hatte ich jetzt Japan, jetzt machen wir London, Großbritannien. Und wenn euch diese Folge hier besonders gut gefällt und ihr genug einschaltet, dann setzen wir hier in London wieder an. So einen Scharfschützen weg, so wie wir es in der anderen Folge auch gemacht haben. Den Thomas Johnson hatten wir, glaube ich, auch das letzte Mal mitgenommen. Müssen ihn noch ein bisschen bearbeiten. So, und dann machen wir es genauso wie beim letzten Mal auch. Damit er nicht gleich stirbt, eine Nanofaserweste austeilen. Und einen Pulsbogen werden wir wahrscheinlich nicht benötigen, deswegen unsere Sturmeinheiten auch noch ein bisschen zusätzlichen Schutz mit angedeihen lassen. Und einer natürlich noch ein Medikit mitnehmen, damit das Ganze auch ausgewogen ist. Bis jetzt auch immer nur einer gestorben bis zu diesen ganzen Let's Plays hier. Leider durch einen dummen Zufall gleich am Anfang. Aber ich denke, durch die anderen Let's Plays haben wir das mehr als wettgemacht. Gute Soldaten jetzt dabei und beginnen den Angriff. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Ja, wieder alle Aliens ausschalten, ist klar, das sind diese Entführungseinsätze, die wir hier haben. Gibt es ja unterschiedliche Einsatzarten, diese VIP-Terroreinsätze, Entführungseinsätze. Strike-Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Stecken wir immer erstmal das Territorium ab. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Also das heißt, wir können eigentlich nur geradeaus gehen und gucken, was uns da erwartet. Der Hydrant, da können die Männer endlich mal duschen, wenn sie in der Kaserne noch nicht dazu gekommen sein sollten. Und da hinten liegt auch eine dieser Aliensonden. Ah nein, wir haben schon wieder ein paar dünne Männer gefunden, mit ihrem Gift natürlich besonders gefährlich sind. So, unseren Scharfschützen postieren wir jetzt mal hier hinter dem Auto. Kann dann später noch versuchen, einen Alien zu treffen eventuell. Beziehungsweise wir können ja mal auf die Pistole wechseln und gucken, was er als Scharfschütze für Prozente hat. 78% ist nicht schlecht. Es ist zwar weniger Schaden, aber wir können es ja mal probieren. Angeschossen auf jeden Fall schon mal wünschenswert. Im nächsten Zug dann vielleicht dann mit der Sniper-Pistole versuchen, ihn zu treffen. Wir können ja gleich am Anfang mal die Spezialfähigkeit Sturm und Schuss von unserer Emma einsetzen. In der Hoffnung, dass wir jetzt hier nicht auf Tausende von Aliens treffen, wenn wir sofort an diesen Grabstein hier sprinten. Ah, noch drei weitere gesehen, entdeckt. Die hier auch in den Friedhof ins Krematorium einbrechen. Und die Aliens scheinen ganz schön aktiv auf dem Friedhof zu sein, was auch immer sie von den Menschenleichen sich erhoffen. Schade, daneben. Ziel steht noch, ja, hab's gemerkt. So, unser Mann, der noch nichts wirklich kann, aber schon mal dabei ist. So einmal Feldposten ist auf jeden Fall immer vorteilhaft, beziehungsweise zweimal Feldposten ist auf jeden Fall immer vorteilhaft. Mal schauen, wie es weitergeht, ob unsere Emma jetzt gleich das erste einstecken muss. Glücklicherweise nicht. Ah, hat er hier Gift gesprüht? Ach, und die Raketenmänner sind natürlich auch alle da. Wie sollte es anders sein? Jetzt sag mir nicht, dass wir hier den Friedhof platt machen müssen, quasi.
vielleicht können wir ja schon mal was sprengen. Auf dem Friedhof ist das natürlich nicht so wünschenswert. Aber was bleibt uns anderes übrig bei so vielen Aliens? Damit sollten wir theoretisch alle ausschalten können. Ich muss mal kurz die Perspektive wechseln, damit ich sehe, ob das auch den hinteren trifft. 90% hier. Ja, versuchen wir mal unser Glück. Was? Du kannst dich nicht in der gleichen Runde bewegen und diese Waffe abfeuern. Habe ich mich bewegt? Nein, ich habe mich bewegt. Naja gut, wir haben ja noch einen, der einen Raketenstart machen kann. Gut, der trifft jetzt auch nur zwei, weil er jetzt noch nicht so fortgeschritten ist. Würde ich sagen, versuchen wir unser Glück wahrscheinlich dann am besten mal dort drüben. Bei dem einen Spucker und dem fliegenden etwas. Ich weiß, es zerstört wieder unsere Fragmente, aber dafür schalten wir wenigstens schon zwei auf einmal aus, wenn wir Glück haben. Und da fliegen die Aliens durch die Luft. So muss das sein. So habe ich mir das vorgestellt. So, mit ihm habe ich mich ja leider bewegt. Jetzt machen wir mal Holofeuer. Erhöht ja die Trefferfähigkeit von den anderen Einheiten. Und damit kann unser Scharfschütze erstmal was anfangen, aber ich würde ihn gerne noch ein bisschen weiter vorrücken lassen und Emma vielleicht die ganze Sache erledigen lassen, weil sie hat ja auch die Rachegedanken, so sind die Frauen. Wurde ja von ihm nun mal getroffen. Hat 63% auf das eine Ziel, 42% auf das andere. Und wir werden es jetzt versuchen. Schön gegrillt mit der Zielsicherheit durch Holozielen, die erhöht worden ist. Und unser Neuling Johnson zieht natürlich nach in der ganzen Sache. Will ja nicht ganz hinten bleiben, verhält sich aber erstmal ruhig. Und unseren Scharfschützen müssen wir irgendwo so postieren, dass er den Friedhof ganz im Blick hat. Ja, Feldposten, also nicht zu viel rumrennen. Bringt sich hier erstmal in Sicherheit, wie es aussieht. So, Johnson, wenn ich dich hierhin beorde, schaltest du dann mein Alien aus oder schalte ich erstmal den Feldposten aus? Gut, auf ihn hat der Scharfschütze 58%. Achso, komisch, zweimal. Naja, aber ich kann nur eins anvisieren. So, können wir denn diesen Feldposten nicht ausschalten, der da hinten sitzt? Wir können doch nicht wieder ranstürmen und schießen, das geht nicht. Aber wir können uns ja ein bisschen nähern. Hat ja die blitzschnellen Reflexe, mit denen sie besser ausweichen kann. Gott sei Dank ist sie so eine Flinke, eine von der flinken Sorte. 52%, wir versuchen es einfach. Daneben, die Deckung hätte am besten wegschießen können. Aber jetzt hat der eine natürlich seinen Feldposten schon benutzt. Das heißt, wir können hier versuchen, um die Ecke das andere Alien auszuschalten. Haben auch 100%, das sollte doch was werden. Oder auch nicht. Verdammt. Wen sieht er denn? Hat nur 28% auf den anderen Alien. Bewegt sich mal zum nächsten Grabstein. Kann vielleicht dann wenigstens noch ihn hier ankratzen. Mit Holozielen geschafft. So, unser Scharfschütze. Kann natürlich mal sein Glück versuchen mit 68%. Ihr wisst, unterstützen Daumen hoch für den Scharfschützen. Für unseren Pedersen, auch Zulu genannt.
Hat hier zwar noch die Pistole, klappt aber auch sehr gut damit. So, und unsere schwere Einheit können wir ja nur mal probieren, etwas weiter weg von der anderen schweren Einheit zu finden. Nicht, dass dann hier irgendjemand eine Granate reinwirft. Kann er ihn treffen? 51%? Oder machen wir lieber einen Feldposten, falls sich irgendwo was bewegt? Ich setze diesmal mal auf Feldposten. 51 ist mir doch noch ein bisschen zu wenig gerade, auch wenn er das Holo-Zielen hat. Ah, unsere Emma wird hier wieder unter Beschuss genommen. Kann ich nicht gutheißen. Und ich höre auch seltsame Geräusche im Hintergrund und hoffe, dass die Aliens hier nicht irgendwelche komischen Dinge planen. 78% hinterm Stein versteckt. Wahrscheinlich konnten wir den noch vorhin nicht anvisieren wegen unserer weil wir unsere Waffe nicht gewechselt haben. Also ein Scharfschütze ist auf jeden Fall von Vorteil. Also wenn ihr spielt, nehmt die Scharfschützen mit. Die sind auf jeden Fall sehr vorteilhaft. Bis wohin kommt sie denn? Ja, schicken wir sie mal zum Grabstein. Also hier hinten irgendwo in diese Kammer müssen wir ja sowieso rein, weil die anderen Aliens sich ja dort verschanzt haben. Und einen können wir ja hier hinten rumgehen lassen. Unser Neuling, vielleicht schafft es ja doch mal einen von den Aliens wenigstens abzuschießen. Er hat immer noch die 51%. Ich weiß gar nicht, ob die Einheit auf Feldposten saß. Was ist 1%? Na, wir versuchen es einfach mal, uns ein bisschen zu nähern. Ja, Feldposten hat er auch eingesetzt. Trifft ihn natürlich auch noch. Aber hat ihn nicht vergiftet. Jetzt haben wir 59%. Wir versuchen es einfach mal. Ohne Zielen verbessert das ja auch ein bisschen. Und zur Not haben wir ja noch eine andere Einheit, die durch Holo-Zielen eventuell dann die Trefferwahrscheinlichkeit erhöht hat, sich selbst. Da ist natürlich die Frage, sehe ich ihn denn dann von da noch oder spurte ich dahin? Oder versuche ich es einfach mit den 58% mal? Ja, besser als nicht getroffen, ne? Ah, und die Kleinen natürlich. Und Emma hat natürlich sofort eingerüstet. So kennen wir sie, die Emma. Immer zu der Grillparty, immer die Erste, die ein Alien am Spieß haben möchte. Und hier hinten sehen wir natürlich schon einen sitzen. Jensen ist schon dort. Er kann sich jetzt noch nicht so weit bewegen, um den Alien hier zu treffen. Das ist natürlich schade. Aber wir können ja zur nächsten Deckung vorpirschen. Dann sollten wir vielleicht dann die Kamera einfach wechseln nachher. Kommt man hier auf das Dach von dem Krematorium? Ich denke mal, dass es ein Krematorium sein wird wahrscheinlich. Und ich dachte eigentlich, wir hätten drei Aliens gesehen. Jetzt muss unsere Emma auch noch nachladen. Ihn setzen wir mal auf Feldposten, falls das andere Alien hier vorstürmen will. Und wir können ja mal auf der rechten Seite noch ein bisschen vorrücken. Und einmal spurten wir noch zur Unterstützung heran. Da haben wir noch unseren guten Herrn Pedersen, der jetzt aktuell kein Ziel sieht. Können wir auch ein bisschen nachrücken lassen, falls sich dann hier irgendwo in der Mitte noch Ziele offenbaren. Ah, hier sind zwei. Einer verbindet sich mit dem anderen. Trifft aber nicht.
Dann drehen wir mal die Perspektive etwas. So, wie viel Prozent? 25. Okay. Und wohin kann er laufen? Na, nicht allzu weit. Könnte sich natürlich da hinstellen, aber das wäre jetzt auch weniger ratsam, würde ich mal denken. So, machen wir vielleicht mal kurz einen Prozess mit dem gedankenverbundenen Alien. Oder auch nicht. Einfach mal daneben schießen. Soll ja gesund sein. Jetzt ziehen wir das Ding einfach durch für die nächste Runde. In der Hoffnung, dass hier hinten nicht noch irgendwelche Aliens rumsitzen. Aber wie es aussieht, nicht. Ein bisschen Holo zielen hätte uns wahrscheinlich auch nicht schaden können. Damit nicht alle beide auf Emma schießen, habe ich nämlich den Kleinen hier positioniert. Und der andere konnte anscheinend nichts machen. Wahrscheinlich können die nur diese Gedankenverbindung innerhalb von einer Runde aufrechterhalten. Und tja, jetzt werden sie exekutiert, die Kleinen. Das dürfte doch nicht weniger werden als ein Headshot. Wirklich so. Er hat nur zwei abgezogen. Du willst mich doch verarschen. Wieso zieht er dem nur zwei ab? Also das möchte ich jetzt mal wissen. So, ich lasse jetzt Emma hier einfach auch rausgehen. Schießt den natürlich mit 100% ab. Er ist tot, hat sie festgestellt. Ist doch gar kein Arzt. So, 59%. Er ist ausgeschaltet. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. War jetzt natürlich nicht so der, die taktische Vorgehensweise, eher die brachiale, aber dafür haben wir es wenigstens geschafft, ohne einen Mann zu verlieren oder eine Frau. Emma ist ja unsere einzige Heldin hier. Oh, Japan, unkontrollierte Alien-Aktivitäten, Massenhysterie. Ja, das wissen wir natürlich dadurch, dass wir uns jetzt nicht um Japan gekümmert haben. Aber ich würde sagen, wir lassen unsere Jungs mal zurückfliegen und gucken mal nach den Beförderungsmöglichkeiten, unsere Lieben. Vielleicht hat der ein oder andere schon neue Fähigkeiten entwickelt. Hoffentlich verlaufen alle Operationen so reibungslos wie diese. Garcia und Gaza, die haben sich hier fördern lassen. Also wer vielleicht die vorige Folge in Japan gesehen hat, hat da Herr Garcia auch Überlebenswille bekommen. Reduziert allen erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. So, Gaza hatten wir die Schredderrakete verpasst, weil Garcia ja schon das Deckungsfeuer hat. Einfach mal, um eine neue Fähigkeit auszuprobieren. Und eine weitere haben wir nicht. Und alle scheinen aber auch nicht verletzt zu sein. Das ist ja auch sehr positiv. Sind alle einsatzbereit für die nächsten Einsätze. Und haben hier auch wieder ein paar Leichen und Waffenfragmente gefunden. 4 Ingenieure erhalten. Und der Hitman gratuliert uns bestimmt auch gern wieder. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Er sagt doch immer das Gleiche, oder? Rufen Sie nicht mich an, ich rufe Sie an. So. Dann war es das auch mit unserem aktiven, interaktiven Let's Play hier. Wenn euch diese Folge natürlich am besten gefallen hat, klickt ihr einfach nur in diese Folge nochmal rein vielleicht, damit wir dann hier wieder anknüpfen können. Ansonsten schaut euch noch die anderen interaktiven Folgen an und ihr bestimmt dann wieder, wo wir weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!